Moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play EVE Online. Ich bin gerade unterwegs und versuche den Skillrausch zu erfüllen, um diese 10.000 Skillpunkte abzugreifen. Den Skillpunkte kann man nie genug haben. Nee, mal gucken, 5 Stück brauchen wir. In den Gürteln sind meistens 3 Stück, wenn wir Glück haben und klappern 2 ab, haben wir unsere 5 Stück zusammen. Das sind schon mal 3, das passt doch schon mal perfekt. Also. Ich habe zu früh aktiviert, ich Trollo. Ist das F1 oder F2? Gib alles. Den erstmal aus. Ob sich das lohnt, die Dinge auszu. Da ist wahrscheinlich nur Schrott drin. Müssen wir mal schauen. Also irgendwie gefallen mir diese Schiffe von den Amars, das glaube ich, ne? Gefallen mir echt gut. So. War auch nur Schrott drin. So, dann halten wir mal kurz an. Aber so ein Hyper Giga Mega Super Drive aus. Und dann warpen wir mal in den nächsten Gürtel. Halt. Mal schauen, ob wir Glück haben und da sind auch noch welche. Dann können wir nämlich, dann haben wir unsere 10.000 Skillpunkte voll. Das ist nicht schlecht, finde ich. Kurz richtig hinsetzen. Ja, sehr schön. Zack, zack, zack.
Vielleicht haben wir es schon erfüllt. Den einen machen wir dann auch noch platt hier, ne? Obwohl, vielleicht möchte ja Mr. Maki die Wachs auch. Roten, ich gebe die mal frei. Denn so viel Schrott brauche ich eigentlich nicht. Der holt sich sehr schnell der Energiespeicher. Obwohl, wenn wir schon mal dabei sind. Hätten wir noch Platz für einen Salvager? Ja, in der Tat. So, erste Part erledigt. Ich habe meine Skillpunkte. Die zeige ich mal kurz an. Und dann düse ich mal wieder zu Stu 1. Den können wir ausmachen. Obwohl, der geht ja automatisch aus. Ist ja auch Quatsch. So, trinke mal kurz was. Und dann geht's weiter. Denn ich würde nämlich gerne heute noch Najita fliegen. Offcam natürlich. Beziehungsweise nach einem Cut. Und ich würde gerne noch mal nach diesen Eintrittsmodulen und Austrittsmodulen, nicht Module, das heißt anders. Wir gucken gleich mal. Diese Dinger zum Betreten und Verlassen des Triglavien-Raums halt. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Hier, diese Filamente halt. Diese Ein- und Aus-, Einwärts- und Auswärtsfilamente, so heißen sie ganz offiziell. Auswärtsfilamente habe ich jetzt schon gesehen. Die gibt es teilweise. Ein Sprung entfernt, aber wir möchten ja erstmal rein. Ne? Als Ressourcenfelder. Ich würde mir das gerne mal. Ich würde das gerne mal machen. Wir kaufen das Ding mal. 4980% über dem Wert. Mach das einfach mal. Ja, ist mir klar. Die Blutsauger. Aber hier gibt es das noch nicht. Hier gibt es noch keinen Preis für. Und aus dem Grund möchte ich mal nach Jita reisen. Denn ich vermute mal, da kommen wir an sowas dran. Deswegen werde ich jetzt mal... Habe ich die Route schon? Nee, das ist noch Botane, die Route. Zum System, wo man angeblich gut an Wurmlöcher rankommen soll, die man so scannen kann zum Eintritt ins Triglavien-Territorium. Lalala, Jita. Jita. Kurs setzen. Wow. Sind das alles direkt Sprungdinger? Das sieht man aber auch selten. Das war sonst nie so. Guck
guckt euch das mal an, wie viele Sprünge es jetzt gibt hier in den Regionen. Hier, da ist die eine grüne. Die ist ja auch immer da irgendwie. Hier. Ist ja irre. Alles voll. Gelobt sei der Sprungantrieb, oder wie? 17 Sprünge sind das. Ich werde jetzt hier nochmal den Salvager einbauen. Mal gucken, ob das noch passt. Können wir hier noch irgendwas tun für Hülle oder so? Das ist eins mit Panzerung, ne? Ja, Panzerung. Ja, nee, habe ich nichts. Muss ich in der Corporation gucken. Gucken wir mal hier. Was wollte ich jetzt? Den Salvager. Da. Passt. Da würde ich mal sagen, ich mache mich mal auf den Weg und melde mich gleich wieder, wenn ich in Jita bin. Ciao. Angekommen in Jita. Stetig hingehoppelt von System zu System. Wir schauen jetzt erstmal hier, ob es einen Markt gibt. Oh. Sind die denn beteuert? Also ich wollte jetzt nicht den Leuten ihr Schiff bezahlen. Dann suche ich lieber stundenlang nach irgendwelchen Wurmlöchern. Und wenn das 3 Tage dauert, dann ist mir das auch wurscht. Aber ich gebe bestimmt keine 2 Milliarden ISK für so ein blödes Filament aus. Das sehe ich ja nun wirklich nicht ein. Hm. 1,1 Milliarden. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Wie sieht es denn bei den anderen Dingern aus? Die sind so billig. Warum sind die so günstig? Das verstehe ich nicht. Gut, hier haben wir eine mit 300 Millionen. Gut, der Unterschied ist ja die Anzahl der Schiffe, die man mit den Dingern in oder raus aus dem Triglavian-Region Dingen kriegt. Hier sind es 15. 1,1 Milliarden, wenn ich doch, ja. Millionen. Nee, das tut mir leid, aber werde ich in meinem Leben nicht verdienen, wenn ich da ständig rein und raus will. Dann müssen wir das doch anders machen. So leid mir das tut, aber beziehungsweise es tut mir nicht leid, denn das sehe ich nicht ein, dass ich das Geld ausgebe oder ISK. Hm. Vor lauter Schreck erstmal ein Coca-Cola-Gummitier in den Mund geschoben. Von Haribo. Hm. Sowas. Botanisch ist das System, richtig? Hm.
Nee, wir machen erstmal was anderes. Und zwar hat sich jetzt in der Zeit auch ergeben, dass ich die nächsten Skills für die Skybreaker, Stormbringer, für das größere Schiff der Edencom gelernt habe. Und vielleicht sollten wir uns das nochmal anschauen. Das ist ja teuer. Also dann bastle ich mir wirklich lieber Schiff zusammen. Wo ist eigentlich unser... Ja, das habe ich jetzt gekauft. Das hat halt eine 500.000 gekostet. Wert ist es 10.000. Ist ja auch lachhaft. Hier ist die Ikitosa. Wir fliegen erst noch mal hier hin. Milliarden, also das ist... Unglaublich. Katzensprung. Andockerlaubnis erbeten. Andockerlaubnis erteilt. Würde ich nämlich gerne nehmen, um in den Triglavian Raum zu gehen. Ich glaube, da könnten wir schon was anfangen da drin. Also weiß ich nicht, habe ich so ein Gefühl bei. Die würde ich mir zurecht machen wollen, aber es dauert natürlich auch noch ein bisschen. Ich weiß, ich gucke immer auf die Meisterschaftsstufe, aber so sehe ich einfach am schnellsten, ob ich alles ausgeskillt habe. Weil ich bin der Meinung, die Dinger bringen ja auch alle irgendwelche Vorteile. Und wenn ich die voll ausgeskillt habe, dann reizt sich natürlich auch das Ding komplett aus. Die Fittings und sowas ist eine andere Sache, ob ich das richtig mache. Das ist ja die nächste Geschichte. Aber vom Skillen her habe ich dann eigentlich alles gelernt, um das Beste aus dem Ding rauszuholen. Dieses hier zum Beispiel fehlt mir noch. Was kostet der Spaß denn? 180 Millionen. Teuer. Gut, wir sind immerhin schon Stufe 3. Stufe 4 bräuchten wir nur das hier. Aber ist schon eine Menge Holz. Stufe 5 ist das auf 5. Mehr nicht. 180 Millionen. Vielleicht sollte man langsam aber sicher mal den Plex-Handel eingehen. Um hier mal ein bisschen das Konto aufzuplustern und hier mal ein bisschen...
zur Sache zu kommen, also das ist ja echt unglaublich, diese Preise. Na gut. Dann gehen wir erstmal wieder auf unser bescheidenes Amar-Schiff. Ist doch Amar, ne? Moment. Nicht, dass ich hier irgendwelchen Dummfug erzähle. Amar. Ja. Und dann begeben wir uns mal wieder nach Stu. Ach, das können wir so machen. Nimmst du 2. So. Dann mache ich jetzt nochmal einen Cut. Und dann schauen wir nochmal kurz in die Stormbringer. Denn da können wir jetzt ja endlich den Vorton-Projektor aktivieren. Oh, hier ist was los. Ja, ich esse jetzt noch ein paar Gummischlümpfe und dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao. Ja, wieder zurück ins Stu. Bevor ich jetzt noch mal die Stormbringer anschaue, wollte ich noch mal was ausprobieren. Ich habe nämlich während des Springens festgestellt, dass mir dieses Schiff hier, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, Dragoon oder so, Dragoon, doch, na, doch nicht ganz so schusselig im Kopf. Die gefällt mir von der Sprunggeschwindigkeit her. Jetzt wollte ich meine Corporation schauen. Ob ich diese Sprunggeschwindigkeit noch erhöhen kann, ein bisschen, wenn sie Platz hat. Ich habe jetzt mal diese Relikt Analyzer und den Data Analyzer ausgeschaltet, um ein bisschen mehr CPU zu haben. Ich suche diese Nano Dinge da, das Ding suche ich, Nanofiber. Das braucht schon mal kein CPU. Jetzt haben wir noch 3,85 Sekunden bis zum Sprung oder zum, ja, zum Warp. Und den Stabilizer, den haben wir da auch hier irgendwo, habe ich doch gerade schon gesehen. Da ist er. Sekunden. Wenn wir Glück haben, können wir die dann auch noch nutzen. Hey, ja, tatsächlich. Das gefällt mir gut. Also mir gefällt das Schiff an sich gut. Ich mag die Waffen auch sehr gerne von den Amar. So, jetzt kommen wir mal rüber zur Stormbringer. Denn wir müssten jetzt den Voton-Projektor anstellen können. Also zumindest das müssten wir machen können. Oder fehlt da immer noch ein Skill? Wir werden es gleich sehen. Zip. Mit der reise ich sehr gerne. Es macht Spaß. Das ging eben richtig flott. Schauen wir uns jetzt nochmal die Stormbringer an. Ansonsten dauert es nämlich doch nochmal 2 Tage, bis ich dann endlich mal vielleicht mit dem ein bisschen rumballern kann. Also Schiffhanger, Stormbringer, aktivieren. Da ist sie. Zack. Oh, jetzt bin ich ja gespannt. Online bringen. Medium Wort und Specialization. Ja, gut, okay. Habe ich das in der Skills-Warteschlange jetzt schon? Power Amplification habe ich jetzt. Wo finde ich das denn wieder noch? Medium
Worton Specialization oder so, wie ist das? Pulslaser? Projektor? Amplifikator, da ist es. 1.333.128.514. Das werde ich nie im Leben so schnell verdienen können. Stufe 1 brauchen wir davon. Also es kann gut möglich sein, dass ich mir mal erlaube, ein oder zweimal Plex zu kaufen und damit zu handeln, um vielleicht mal, sagen wir mal, 3 oder 4 Milliarden hier zur Verfügung zu haben für die Skills, die jetzt dermaßen teuer sind. Ich komme sonst nicht weiter. Also ich kann es nicht ändern. Das ist mir einfach zu doof. Schaffe ich in meiner Zeit einfach nicht, die ich hier so zur Verfügung habe, in der Woche auch. Einmal Plexhandel vielleicht, ich weiß es nicht, ich muss mir das mal überlegen. Das sind 20 Euro. Ich mache das normalerweise nicht. So teuer. Ich muss mal zusammenrechnen, was das hier alles gekostet hat jetzt. Vielleicht mache ich das auch nicht mit dem Plexhandel, sondern nehme mir das irgendwie. Ich versuche es irgendwie erstmal mit Bergbau und Planet Management zusammen zu erreichen. 1,2 Milliarden. Das ist so verrückt. Ehrlich, ohne Scheiß. Mit ihr wäre es bestimmt auch gut möglich, in den Triglavian-Raum zu gehen. Mit der hier sowieso. Komischerweise, was mich ganz, ganz verwirrt, der Skill für die großen Worton-Projektoren, das war nicht teuer. Ja, doch, das war doch der große Worton-Projektor oder Heavy. Den konnte ich hier an, die konnte ich nutzen, meine ich. Oder bin ich da ganz verwirrt jetzt? Oder war das ein anderes Skill? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, dieses war nicht so teuer wie das, die Stormbringer. Das ist verrückt. Echt. Dann gehen wir wieder in unser kleines, niedliches Amar-Schiff. Echt frustrierend, sowas. Es geht gar nicht mehr um die Zeit, die man das lernen muss, sondern dass das so teuer ist. Die haben wir jetzt noch mal ein bisschen gepimpt. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Kann man das eigentlich ein bisschen größer machen oder so? Nee, ne? Keine Ahnung, ob das was bringt. Wir haben gerade doch hier mal was für die Panzerung gemacht. Genau. Das hätte man vielleicht teilen sollen. Oder anders machen sollen. Was für die Panzerung, was für die Waffen und was für die Drohnen. Muss ich mir mal überlegen. Mal schauen. Ja, ich werde in den nächsten Wochen mir das mal überlegen und erstmal versuchen, wie lange ich brauche, um vielleicht 100 Millionen zusammenzubekommen. Und
Jetzt versuche ich mal so die 1,2 Milliarden zusammenzukratzen für diesen blöden Skill. Und dann geht's weiter mit den Encom-Schiffen. Solange werde ich dann auch, werde ich erstmal weiter mich versuchen, in den Triglavion-Raum reinzubringen. Nur diese, wir haben ja jetzt eins zum Rauskommen wieder. Für ein Schiff war das, glaube ich. Das nehme ich dann mal mit an Bord hier. Nee, das hier. Das kommt. Ach, wir machen das erstmal ein Gegenstand zu haben. So. Das kommt dahin. So. Die ist Ikitosa oder wie sie hieß, die würde ich natürlich lieber nehmen für den Triglavion-Raum. Die werde ich mal hierher holen und werde die mal ausstatten. Dementsprechend mit den Sachen, die sie braucht. Wird auch wahrscheinlich wieder teuer werden, aber kriegen wir schon irgendwie hin. Vielleicht werde ich sie auch erst in Jita ausstatten und dann hierher fliegen. Denn die Worten, diese Precursor-Waffen, diese entropischen Dingens, Disintegratoren, die kriege ich sicherlich nur in Jita. Und dann versuche ich die auch mal auszustatten mit Werfern für die diese Proben, Core Probes. Und dann suchen wir mit der mal Wurm noch, wo wir mit in den Triglavion-Raum kommen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich mache für heute mal Schluss. Das wird bestimmt eine lange Folge, wenn ich die Schnitte zusammenpacke. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da werde ich dann nicht mehr so frustriert sein. Da habe ich mich dann beruhigt. Und dann beschäftige ich mich da erstmal mit der Ikitosa, um weiter in den Triglavion-Raum zu kommen. Und die Encom-Schiffe kommen dann später. Allein schon, weil diese Triglavion-Schiffe günstiger zu handhaben sind, müsste man normalerweise sich komplett den Triglavion anschließen. Aber ich weiß es noch nicht. Gut. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.